Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Unstable. Ich drück mal kurz auf Tab. Schnauze und Boromir sind dabei. Hallo. Ich wusste, eben gerade dachte ich mir so, oh scheiße, wir haben noch nicht geklärt, wer das Intro macht. Scheiße, wer macht denn jetzt das Intro? Too spät, war ich schneller. Diese peinliche Stille? Nee, der macht er das. Oh, gut. Ja. Knapp. Wir sind doch alles Profis hier. Ich war ein Schreckstarre. Dann fanden sie mir das. Er hat das behauptet. Ich habe nicht dafür mein Einverständnis gegeben. Ich habe jetzt übrigens die Erkenntnis bekommen, dass wenn man den Automatikfischer von Mariculture unter Wasser setzt, dass der in keinster Weise mehr lebende Fische rauszieht, als wenn er irgendwo steht. Also es ist völlig egal, wie ihr den setzt. Wir haben jetzt halt ein bisschen was, das wir anfangen können. Darum lasse ich jetzt einfach mal die Angel hier kaputt angeln oder die Baits ausgehen, je nachdem, was zuerst der Fall ist. Und dann, ja. Ich habe mir einen Texturenpack runtergeladen, das BD Craft, und das ist hat ja super viel Mod-Support. Deswegen gucke ich mir da, ob ich mir da alle Mods zusammensuche und dann halt mit dem Texture-Pack weiterspiele. Bis jetzt habe ich nur für Flexbeard die Texturen geholt, weil ich es erstmal ausprobieren wollte. Komischerweise funktioniert es nicht mit der Rüstung, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich sie customisiert habe, aber zumindest... So, und jetzt erzähle ich mal eine schöne Neuigkeit. Wir werden nämlich eine Stadt in dem Himmel bauen, und ich habe schon mal angefangen. In den Himmel. In den Himmel bauen wir jetzt, weil Boden ist scheiße. Ich hatte jetzt mal versucht, ob ich das Ganze mit Elevators hochbekomme. Das heißt, in der Mitte eine Enderperle rundherum Wolle. Aber da kommt man nur 20 Block, das heißt, ich müsste da einen ewigen Aufzug bauen. Darum habe ich mir jetzt da ein Portal hingestellt mit diesem Intralinking-Ding, wo ich mir noch welche vom Spawn geklaut habe. Ich meine, gecraftet habe. Was hast du? Und warum wächst eigentlich die Wiese nicht weiter? Ach doch, eins hat er schon. Okay. Zu craften sind die ganz einfach. Ich zeig's euch mal schnell. Boromir? Ich beanspruche diesen Raum zusätzlich. Annektiert. Also ich mache jetzt hier eine Mauer und dann fertig. Und bei dir zischt immer noch was. Das soll ja zischen. Ich lass gerade Dampf ab. Nein, wirklich, ich lasse gerade Dampf ab, weil ich werde das Teil jetzt nach oben verschieben. Und da brauche ich ja keinen Dampf da drin. Bau es einfach ab. Das ist ja wunderschön an diesen Inselblocks. Ja, ich merke es. Man kann sie mitten in den Duft platzieren. So, mal kurz loswerden. Das hier werde ich annektieren. Oben. Hast du das zugeschraubt? Nein. Ja, jetzt hat er sie da auf. Also ich werde hier noch eine Mauer zubauen, weil Guck ich noch mal, ein bisschen schon vorbei. Platz brauche. Für meine also du benutzt das untere Stockwerk, ich das obere. Das obere benutze ich aber, weil ich hier bessere Frames habe. Was ziemlich faszinierend ist. Ja, also ich werde meinen Soundcraft-Bereich hier also noch ein bisschen ausdehnen. Hier in die Richtung, weil ich habe nämlich rausgefunden, wie ich meine Jars endlich befüllen kann. Die Erkenntnis kommt. Ich hatte ja schon mehrmals probiert, mit diesen Sensor-Buffern das zu machen. Aber die funktioniert nicht. So praktisch, dass ich einen Buffer an den Buffer an den Buffer an den Buffer setzen kann. Aber, was ich herausgefunden habe, man kann, wenn man hier an diese kleinen Eckchen geht, mit Shift und Rechtsklick auf Blau und Rot ändern. Rot steht dabei für Output. Und man kann praktisch, wenn man das alles hier in der ganzen Linie macht, alles rot macht und an die Ende so ein Arcane Bellow packt und dann halt hier oben nochmal ein, an jede Ecke sozusagen, dann kann man hier hinten Sachen aufblubbern. Ich kann das mal machen. Und das Zeug wird schön verteilt. Wir nehmen mal Aqua. Nur weil ich es kann, nehmen wir jetzt Aqua. Ich habe halt praktisch das ganze Ding genommen. Und wenn wir jetzt mal auf Aqua gucken, hier hinten, da haben wir jetzt im Moment 6 drauf. Mal gucken. Da haben wir ein bisschen was aufgeblubbert. Mal gucken. Jetzt haben wir 7 drin. Also es funktioniert praktisch. Es dauert einen Moment länger, aber wir können damit das alles automatisieren. Und deshalb brauche ich diesen Raum dahinter noch, weil das sind ja noch nicht alle Jars. Und ich brauche noch mehr Buffer und dann klacken wir uns die ganze Landschaft voll mit dem Zeug. Ja, und ich habe mir gedacht, naja, da hier unten eh so viel zu tun ist, verschiebe ich mein ganzes Flexbier-Zeug nach oben, um ein bisschen Platz natürlich für Schnauzer zu schaffen. Das ist sehr nett, vielen Dank. Hat natürlich keinerlei Eigennutz. was ist Dein denn heute Husten los? Ist wieder so schlimm, Mensch. Ja, das ist, ich glaube, ich habe Sarkasmus-Husten. Das ist eine ganz schwere Form, die kriegt man auch nur selten wieder los. Ja. Was ich auch nochmal kurz zeigen wollte, der Spawn wurde komplett umgebaut. Sieht jetzt nicht mehr so weihnachtlich aus, höhe. Und, Weihnachten ist vorbei. Christkind ist tot, keine Ahnung. Purple war's, ne? Ich hab's schon vergessen. Master. Master, verdammt. Gerade eben habe ich gedacht, dass es Blackie gewesen wäre.
Wo seid denn ihr, dass ich mal ganz kurz über das Thaumcraft mal drüber guck? Thaumcraft-Gebiet ist vorne links, also gegenüber von dir hier. Ich wollte mal kurz gucken, wie du das, was du gerade erklärt hast, aufgebaut hast. Das da. Das ist hier diese Wand. Och, das sieht einfach aus, ne? Also, meine lieben Zuschauer, habt's gesehen. Wenn ihr das interessant findet, craftet's nach. Jetzt gehen wir wieder. Also, hat er die letzten Stunden dran gebastelt und du sagst, oh ja, sieht ja einfach aus. Ja, ich wollte einfach. Ich war bis vor ein paar Tagen noch davon überzeugt, also bis heute eigentlich, davon überzeugt, es geht einfach nicht. Ich kann das nicht machen mit den Buffern hier die ganze Zeit. Weißt du, was cool wäre, Schnauzer? Aber es geht. Wenn man außen so ein bisschen sehen kann, dass das Haus nicht ganz normal ist. Das heißt, ich werde jetzt meinen Tank so ein bisschen nach außen ragen lassen, meine Lieben. Nein, ja. Nein, das hässliche gelbe Zeug ragt nicht aus dem Haus raus. Das hässliche gelbe Zeug, das ist wunderbares Brass, das ist Brass. Also Cäsar, wenn du in die erste Etage bezahlen. Gehst, siehst, oder nee, du hast das ja hierhin schon gesehen, ne? Das schöne gelbe Zeug will er außerhalb des Hauses haben. Achso, diese Tanks da? Ja. Ja, also es gibt schmückendere Sachen. Klappe zu. Affe tot. Du hast es also jetzt. Die Decke ist mach aber schon. Mach das weg! Es ist hier dunkel. Mach das weg! Ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich wollte nur mal gucken, wie du drauf reagierst. Weißt du, im Notfall hier vorne kommt noch ein Turm hin, ne? Du kannst dich gerne in den Turm vielleicht austoben, da ist halt hier keine Tür drin oder so. Aber nicht dahin. Ich habe nur gerade das Fenster gesehen ohne Glas und da dachte ich, ja, kannst du mal machen. Das sieht aber auch scheiße aus, muss ich mal zugestehen. Was? Das, was einfach an einem Kabel nach oben hingestreckt wurde. Das kannst du jetzt nicht sagen, das ist ein Fall Energieversorgung. Ja, das muss auch erst noch weg. Das ist ganz wichtig, das muss weg. Komm, mach weg. Nee, das ist unsere Nebenenergieversorgung, wo ich gerade den letzten Holzrotor, den ich mal irgendwann gecraftet habe, zerschrote. Weil die Energieversorgung kommt nur noch über den Carbon da hinten. In der Carbon. Mühle. In meiner Mühle. Ich brauche Essen. Ich müsste mir mal schnell was zusammencraften. Ich habe übrigens nochmal schnell ein Birnbäumchen gebastelt. Ich war mal ein bisschen unterwegs und habe mir so die Map angeguckt und haben wir ein paar mehr Map Points. Sieht man die jetzt? Da hinten haben wir ein schönes Meer. Da haben wir noch einen fetten Berg. Da fliegen wir mal bei Gelegenheit hin. Zudem habe ich hier noch eine kleine Sortierung eingebaut, damit die ganzen Sachen, die da aus dem Sludge-Spoiler sind, nicht mehr nur in eine Doppelkiste gestopft werden. Weil Eddie hat gemeint, dass seine kompletten Barrels unnütz sind und hat mir da alle aufs Auge gedrückt. Da habe ich gedacht, ach komm, dann verwendest du halt einmal und da haben wir es sortiert. Ja, das wollte ich euch jetzt aber nicht unbedingt antun, weil die Sortierung habe ich euch schon mal gezeigt. Erinnert mich bitte mal an 3 Minuten, dass ich wieder ins Etching Acid springe. Acid? Ja, weil. Jetzt was? Ich habe schon mindestens 8 PCP von Pneumatic Craft kaputt gehen lassen, weil ich die in das Wasser gedroppt habe, aber nach 5 vergessen habe und nach 5 Minuten waren sie weg. Ist auch immer gut. Was kann man mit Pneumatic Craft eigentlich machen, außer die beschissenen Pflanzen dauernd wegmachen? Ich habe vor, eine Drohne damit zu bauen. Was macht die? Sieht ganz cool aus. Drohne. Man kann sogar theoretisch einen Computercraft-Teil machen, wenn man das mit dran schließt. Verstehe ich wieder nicht. Also man kann das machen, dann kann man praktisch die Drohne fernsteuern über Computer und kann Programme in Lua schreiben und die Turtle arbeitet es ab. Oder man macht ein. Ja. Wo sind die komischen Kapuzenmänner hingekommen? Die habe ich aufgrund meiner Remove-Lag-Aktion in irgendeine Kiste gepackt. Kapuzenmänner? Nein, du hast meine. Gib meine PCP wieder! Lauf nicht da oben rum! Nein! Die folgen was? Dir! Was ist los? Die folgen dir! Ich hab meinen Magneten! Ja! Oh Mann, ihr und eure Kackmagneten. So, wo sind sie jetzt hin? Keine Ahnung. Wo ist meine PCP? Ach, jetzt sind sie wieder im Etching Acid, auf magische Weise. Was? Ach ja, was ich auch noch gemacht habe, ist, dass ich hier einen kleinen Double-Layer Capacitator gebaut habe. Der ist nicht sonderlich kompliziert. Man nimmt ganz einfach die normalen Capacitator, die wir gebraucht haben, um das Teil überhaupt zu bauen. Nimmt die zusammen und dann kriegt man ein Double raus. Ich zeige euch mal kurz das Rezept. Den Unstable Beacon haben wir ja. Dann laufe ich jetzt mal eine Weile so rum. Auch witzig. Capacitator. Nein, Ah,
Boromir, kannst du mal bitte deinen Magnetring für eine Weile ausziehen? Das wäre sehr nett. Okay, ich. Ja. Ring okay, of warte. Magnetization. Weil das Problem ist, was ich gerade mitgekriegt habe, warum meine ganzen Plymatic-Pflanzen nicht mehr da sind. Wenn jemand mit Magnetring. Nein. Wenn jemand mit Magnetring da ist und ich die neue Pflanze, werden die ja gedroppt. Und ja, wenn dann irgendjemand in der Nähe steht mit Magnetring, saugt der die beispielsweise an die Decke und dann irgendwo hin und das Ding hier funktioniert nicht mehr. Ich hasse Pneumatikkraftpflanzen. Wieso kacke? Er will das System, also er hat halt eine Frage gestellt gehabt neulich, wieso das System bei der Masse im Moment ankommt und er hätte ein paar Pläne, die die Pflanzen auch betreffen und soll er die Pflanzen umändern von ihrer Art des Wachstums, dass man sie mit Rechtsklick und so pflanzen kann. Ja bitte, das ist voll der Kacke. Jedes Mal, wenn du dich also, umdrehst, hast du den kompletten Hof voller Pneumatikkraft-Scheiße. Das Lustige war, in der Auswahl stand dreimal ja und dreimal ja, einmal vielleicht und einmal nein. Bei den dreimal ja waren die Auswahlmöglichkeiten, ja, die Pflanzen sind absolut scheiße, ja, bitte unbedingt und ja. Dann gab es halt noch vielleicht und nee, ich gebe mich mit dem Scheiß zufrieden. Die Auswahlmöglichkeiten sind also deutlich auf die Bedürfnisse zugeschnitten. Ja. Schnauzer? Ja. Der Cube macht aber nur so kleine Blitze random raus. Dann hast du einen Cube, du brauchst einen Beacon. Hast du nicht gesagt, gerade gesagt, dass es mit dem Cube auch geht? Der Cube macht nur so kleine Blitzchen. Oh, das hat er vielleicht Beacon festgestellt gerade. Aber du kannst ja aus dem Cube machst du so einen Beacon. Echt? Ja. Da brauche ich doch diese Dinger dafür. Warte mal. Unstable Beacon. Okay. Mana Pearl muss ich, ne, Ender Pearl in den Dings reinschmeißen. Okay, das kriegen wir auch noch hin. So, Schnauzer, ich habe die Kapuzenmänner mal bei mir oben hingestellt, ne? Die sehen voll cool aus. Ich kann den Spawner wieder anwerfen, wenn du willst. Also ich hätte auch gerne noch so eine Probe, die ich mir irgendwo hinstellen kann. Also ja, mach mal. Wo ist also ich habe hier unten noch alles außer Schuhe. Also ich habe ganz viele Hüte, ganz viele Brustplatten, ganz viele Hosen, aber keine Schuhe. Ich werde jetzt erstmal den Armbrustend aufstellen und meine Steam-Rüstung irgendwo hinstellen. Ja, ganz wichtig, bitte lass den Magnetring erstmal aus, weil ich hier mit, nur mit den Craft-Pflanzen gerade was mache. Ja, ja. So, wir müssen hier vielleicht noch einstellen auf Plastik. Also, die Steam-Rüstung hat sowieso keine magnetischen Eigenschaften, also die kann ich tragen, wie ich will. So, aber... Okay. Wo ist der Spawner? Warte. Ich hab meine Raketen bereit. Also, ich könnte wetten, du wirst sterben. Also, ohne Rüstung stirbst du definitiv. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Okay, dann klaue ich mir eine von deinen. Die da oben. Nee, die bringen nicht. Nicht mal weil die Mana-Stil? Ja, die Mana-Stil könntest du nehmen, brauchst aber noch ein Mana-Tablet. Gib mir mal ein Mana-Tablet. Stell dich jetzt in die Mobfarm rein, oder? Ich kann ins ME-System gucken, aber ich weiß nicht, was sonst noch mit dem ME-System passiert, wenn ich ins ME-System gucke. Ich kann dir ein Mana-Tablet geben, komm her. Sache ist die, wenn ich das Ding hinstelle, wir werden auf jeden Fall sehr viel Power drainen, aber okay. So, wenn ich das Ding hinstelle, kommen ein Haufen von den Viechtern. Aha. Sollte ich mir noch ein Schwert holen? Ich habe schon meine Armbrust geladen, weil ich wahrscheinlich dir helfen muss. Weil ich wette, du wirst sterben. Ich komm mal gucken, was ihr da Schönes macht. Willst du wirklich gucken kommen? Ja. Okay. Wo ist mein Baum? Es ist nur wie Boromir stirbt. Das ist nicht besonders spannend. Das passiert doch. Leichenfledderei. Ich meine, ich kann ja hier einen Glasraum hinbauen. Dann können sie uns nicht angreifen. Warte, das mache ich mal. Dann sperren wir uns dann ein Glas ein. Und dann können wir Boromir zugucken. Okay. Hey! Okay, nee, ich mach einen Schutzraum, wo wir rein können, damit praktisch die Dinger auf nichts können. Klingt das besser für dich, Boromir? Ja, das klingt besser. Seid ihr in der Krypta? Oder wo seid ihr? Einfach unten, weil das Ding braucht einen Haufen Strom, wenn ich das dann... Wo seid ihr jetzt? Einfach hinten runter, da wo es zum ME-System und so geht. Ah, okay. So. Kann man nur hoffen, dass halt hier drin dann nichts spawnt von den Viechtern. Hallo. Was spawnt ihr überhaupt?
Wenn ich das wüsste. Crimson Cleric. Die Dinger da. Was? Was? Wo bist du? Renn du nicht weg? Einer gespawnt ist das Ding eigentlich, der? Hier. Hier, das ist der Spawner davon. Den habe ich gemacht. Achso, und der wird jetzt hier im Raum sein, dann einfach so. Ah, okay. Ja, weil das Ding braucht einen Haufen Strom. Also, wir können das auch nicht ewig rennen lassen, weil ich gerade meinen Strom wieder auffüllen muss, weil ich bei meinem Windgenerator die Enderperlen nicht drin hatte. Dadurch war das über Nacht aus und ich habe irgendwie meine ganze Power gedrained. Und jetzt muss er erstmal langsam wieder auffüllen. So, Romeo, bist du? Und hier kannst du einfach durchlaufen, halt im Notfall und dich verstecken. Wenn so ein Vieh hier drin ist, spawnt, bist du am Arsch. Aber da kann man da auf jeden Fall erstmal reinlaufen. Okay, warte mal, dann ziehe ich erstmal meine Mannrüstung komplett an. Kann ich eigentlich daraus irgendwas craften? Ja. Das Ding? Nö. Boromir, dein großer Auftritt? Warte, ich muss doch kurz hier, ich bastel mir noch kurz eine Power Fist. Funktioniert dieser Spawner nicht mit diesen Safari-Netzen? Nee, das ist von Ender-Io. Da musst du eine Soul-Vial nehmen und einen Broken Spawner. Das packst du dann in den Soul-Binder rein. Musst noch ein paar Level zugeben. Dann wird der Broken Spawner zu dem Spawner von dem Mob. Und das craftest du mit einem Power-Spawner im Amboss zusammen. Und dann hast du praktisch einen Power-Spawner von diesem Mob. Okay. Und mit dem Octadick zieht der halt extrem viel Zeug. So, ich habe das Ding, glaube ich, mit Redstone gemacht. Ne? Ja, wenn Redstone-Signal. Können wir das schon mal machen, dann können wir jetzt schon mal hier. So, und jetzt brauche ich nur noch einen Lever. Und dann können wir anfangen, wenn Boromir fertig ist. Ja, also ich brauche nur das Mana-Tablet. Okay, dann komm her. Warum verlaufe ich mich jedes Mal? So, hier ist Schutzraum, ne? Im Notfall reinlaufen, dann schießt sie mit der Armbrust ab. Weil damit kriege ich so One-Hit. So. Was kriegt man von den Viechern? Hier was in der Kiste ist. Halt ein Haufen von dieser Rüstung, dann noch so ein paar Ich habe noch eine Idee, was ich basteln könnte. Spann doch den Leuten nicht auf die Folter, inklusive mich. Ja, ich freu mich auch, der klaut hier die ganze Screentime. Ich? Echt, Mann. Ich bin gar nicht bei euch zu sehen, also. Doch. Crimson Caldrobe, okay. Und was bringt die? Wenn du die anhast, kriegst du Warp. Also mehr Warp, was böse Effekte von Soundcraft mit sich bringt. Mhm. Aber, also die Rüstung an sich ist im Endeffekt kacke. Weil die hat eine geringe Durability und einen geringen Wiss-Discount. Wiss-Discount ist halt für das Craften von Soundcraft, dass du nicht so viel von dem Zeug brauchst. Ich werde wahrscheinlich sowas von verrecken, aber egal. Ja, wirst du. Danke, Schnatter. Bitteschön. So. Ich gehe schon mal in Sicherheit. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Teil hier auch funktioniert, Mann. Boah, du musst auch den Hebel umlegen. Dum, dum, dum. Wo ist er? Na, es dauert einen Moment. Bis welches Baum? Welche? Da ist er. Hallo. Oh mein Gott, da ist er! Die haben schlechte Laune. Soll ich den wieder ausmachen? Aua. Alter, die hauen aber schon ein bisschen rein. Ja, die machen ein wenig. Hallo, Boromir. Was ist das für ein Pokémon-Dings, das da gespawnt ist? Pokémon-Dings? Pokémon-Dings. Dieses Ei, was du aufgenommen hast. Das ist ein Void-Seed. Void-Seed? Seid ihr bereit? Ich hab eine Armbrust, mir ist es egal. Was macht der Void Seed? Oh, daraus kannst du Void Metal machen und daraus kannst du dir dann später neue Rüstungen, Zauberstäbe und alles machen. Für Soundcraft. Okay. Ich hab keine Kerzen, das finde ich komisch. Hey, weißt der maut mich an und haut mich. Hihi. Aua. Soll die wehren sich aber echt schon ein bisschen. Soll ich sie töten oder? Ja. Er steht drin und der Schnauze die Arbeit machen. Ich hab nur ein Herz. Außen rennt mal irgendwo einer rum, glaube ich. Ach da, hallo. Ach, du daneben, da. Der ist auch hinter dir! Au! Nein! Bis Kopf. Ah! Sie kam auf mich! Alter, ihr habt den Spawner nicht ausgemacht? Nö.
Fuck! Das hat mal ausgemacht. Pink? Danke, dass aber du mich nochmal abschießt, aber okay. I went up in flames. Warum habe ich 64 Essenzen? Wow. Da hast du wahrscheinlich hier links klick auf das Ding gehauen. Sind wieder drin. One device not close. Minecraft wurde mit dem Status 1 beendet. Yay! Yeah. So. Ich habe nichts von euch geklaut, dann gehe ich wieder. Okay, also ich merke diesen Hebel nicht umlegen. Don't pull the lever! Also das ist im Endeffekt die Viecher spawnen bei den Obelisk. Da gibt's auch welche, die halt nicht schießen, sondern die nur Rüstung haben. Die will ich auch nochmal spawnen, weil ich finde die Rüstung arschgeil vom Aussehen, besser als die hier sogar. Aber okay. Die hier lassen besser die Void Seeds fallen. Und von daher, ja. So, ich mach den Spawner wieder weg, ne? Ja, ja. Dann haben wir hast meine Sachen eingesammelt? Das ist doch da. Nee, da ist ein Grabstein. Ach ja, stimmt. Grabstein. Wollen wir dann die Folge beenden? Oder? Ich wollte nur noch ganz kurz darauf eingehen, warum ich jetzt halt überhaupt diesen Beacon denn gestellt habe. Ich habe nämlich gedacht, dass ich irgendwas haben möchte, was so aussieht, dass die Plattform oben gehalten wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt dieser Beacon hier bleiben wird. Also wenn du viele verschiedene Farben von diesem Beacon hast, dann steht auf jeden Fall eine Epilepsie. Kann ja mal das hier einblenden? Nee, gar nichts mehr im Weg. Blöd ist halt, dass es so richtig schön durchgeht. Jetzt bin ich mir noch ein bisschen unsicher, aber mal gucken. Weil der Teil hier wird als Baumfarm genutzt werden, von dem her, ja. Mal schauen. Aber ansonsten baue ich jetzt dann hier oben noch ein bisschen weiter. Und dann werden wir unser Häuschen hier oben bauen und ja. Mal so schön alles. Und da vorne wird dann unsere große Plantage sein mit allen möglichen Sachen. Zum Futtern, damit wir schön was bauen können. So, und die nächsten 3 empty PCP sind weg. Ich habe sie wieder nicht eingesammelt. Oh Mann. Ach stimmt, da war ja was. Stimmt, an irgendwas sollten wir Schnauze erinnern. Weißt du noch, was es war? Ach, Schnauze, du musst doch irgendwas holen, glaube ich. Da war doch irgendwas mit Pipes, die du irgendwo rausholen sollst. Was ich toll finde, ich habe gerade OBS drin, ne? Also, ich nehme ja mit OBS auf. Jetzt habe ich da das, was ich beim Stream gemacht habe, dieses, wir sind gleich wieder da. Leichte technische Probleme. Ach, ja. Technische Probleme habe ich ja immer. Gut, aber liebe Freunde, ich würde sagen, damit haben wir uns erfolgreich durch diese Folge durchgekämpft und durch diese ganzen marodierenden Spacken, die da waren. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Ciao. Bis dann. Tschüss.